Hi zusammen, mein Name ist Luisa und willkommen zurück auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich werde euch heute zeigen, wie ihr den Kontoauszugsmanager im DATEV-Rechnungswesen nutzen und einrichten könnt. Und dazu stellen wir uns erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Und zwar sollte der Kontoauszugsmanager von jedem Mandant genutzt werden, um seine digitalen Bankkontoumsätze abrufen zu können, direkt aus dem DATEV-Rechenzentrum, um diese dann nicht mehr manuell abtippen zu müssen. Und wie das Ganze funktioniert und wie die Ersteinrichtung gelingt, werde ich euch heute an einem praktischen Beispiel zeigen. Und was ihr als allererstes benötigt, ist die Teilnahmeerklärung zwischen eurer Bank und DATEV, denn diese berechtigt die DATEV dazu, die digitalen Bankkontoumsätze auch überhaupt abrufen zu dürfen und bereitstellen zu dürfen. Und wie ihr an diese kommt, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar sind wir wieder in der Testbuchhaltung und dann gehen wir einmal unter Stammdaten, Banken und hinterlegen hier einmal unsere Bankverbindung. So, dann, falls noch nicht erledigt, müsst ihr hier einmal die IBAN und Kontonummer etc. angeben. Wichtiger ist aber die Angabe hier in der Schaltfläche Zusatzangaben Rechnungswesen und hier setzt ihr einmal einen Haken bei Rechnungswesen Bank. Dann tragt ihr hier das entsprechende FIBO-Konto für eure Bank ein, je nachdem in welchem Standardkontenrahmen ihr euch befindet und geht einmal auf Einstellung Bankkontoumsätze, denn hier müssen wir bei Quelle Kontoumsätze noch eine Quelle angeben. Hier ist gerade kein Bankprogramm hinterlegt, aber wir brauchen hier einmal DATEV Rechenzentrum. Da sagen wir einmal okay. Und das war's hier an der Stelle auch schon. Und wir können das Ganze speichern und schließen. So, und dann können wir auch einmal die Bank hier einmal schließen. Und wir müssen jetzt noch einmal den Bestand bzw. unsere Daten ans Rechenzentrum senden. Das machen wir über Bestand und Daten senden und Bankverbindung an RZ Bankinfo. Dann wählt ihr die entsprechende Bankverbindung aus und sagt einmal Daten senden. Und hier erscheint dieses Sendeprotokoll. Im Normalfall, ganz wichtig an dieser Stelle, würde an dieser Stelle nämlich eure Teilnahmeerklärung bereitstehen, die ihr dann dementsprechend drucken könnt und weitergeben könnt, sodass DATEV dazu berechtigt wird, die Kontoumsätze abzurufen. Allerdings arbeite ich hier mit Musterbeständen. Und in dem Fall sind schon Bankkontoumsätze zur Abholung bereit und deswegen habe ich die Teilnahmeerklärung hier nicht. In eurem Fall wäre die jetzt an dieser Stelle. Ich kann euch auch einmal zeigen, wie ihr, falls ihr das zu schnell wegklickt, die Teilnahmeerklärung, kann ich euch einmal zeigen, wie ihr die jederzeit wieder erneut drucken könnt. Und zwar geht das ebenfalls über den Menüpunkt Bestand, anschließend Daten holen und dann Übersicht Bankverbindung RZ und da könnt ihr dann, falls ihr euch zu schnell durchgeklickt habt, einmal nochmal eure Teilnahmeerklärung anzeigen bzw. diese auch drucken lassen. So, das war es erstmal dazu. Dann möchte ich euch noch einmal zeigen, wie der Kontoauszugsmanager dann anschließend greift, sobald die Ersteinrichtung erfolgt ist. Und zwar gehen wir einmal in Belege buchen und holen uns einmal Kontoumsätze von Februar. Dazu lege ich jetzt erstmal einen neuen Buchungsstapel an. So, ich nenne den erst einfach mal 02 und sage Buchungsvorschläge bearbeiten und erzeugen. Und dann wiederhole ich das einmal in dem angegebenen Zeitraum und sage einmal okay. Und hole mir damit meine Kontoumsätze für den Februar. So, und wie ihr sehen könnt, sind verschiedene Symbole an meinen Buchungsvorschlägen. Und diese Symbole haben verschiedene Bedeutungen. Zum einen gibt es hier einmal diese grüne Glühlampe und die steht immer für einen sicheren Buchungsvorschlag. Und die können in der Regel einfach so
verbucht werden. In meinem Fall handelt es sich jetzt hier nochmal um eine Lerndatei, deshalb kann ich hier auch sicher gehen, okay, ich muss es nicht mehr manuell anfassen, ich kann diese Buchung einfach bedenkenlos verbuchen. Dann gibt es noch einmal den unsicheren Buchungsvorschlag, das ist dieses Fragezeichen. Und hier kann es sein, dass kein offener Posten zu der Buchung gefunden wurde. Eventuell wurde ein Geschäftspartner gefunden in den Stammdaten und der auch schon richtig angegeben. Allerdings wurde kein offener Posten dazu gefunden und somit kann kein sicherer Buchungsvorschlag generiert werden. Dann als drittes und letztes haben wir hier noch einmal dieses Hinweisschild, dass das Konto nicht erkannt wurde. Das kann unter anderem daran liegen, dass A, kein Kontoumsatz, kein offener Posten zum Umsatz gefunden wurde oder auch B, wiederum keine Stammdaten hinterlegt waren oder jedenfalls nicht gefunden werden konnten und keine Zuordnung stattfinden konnte. Da gebe ich euch nochmal als Tipp, ihr könnt, wenn ihr eure Stammdaten anlegt, immer schon im Vorfeld die IBAN mit angeben, dann erhöht ihr eure Trefferquote und der Kontoauszugsmanager kann mehr sichere Buchungsvorschläge generieren. Allgemein auch an der Stelle zu sagen, um euch das Leben hier auch noch mal ein bisschen zu erleichtern, arbeitet zudem auch mit Lerndateien. Auch damit können sichere Buchungsvorschläge generiert werden und eure Trefferquote wird allgemein erhöht. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dieses Video hilft euch dabei, eure Qualität oder die Qualität eurer Bankkontoumsätze bzw. der Buchungsvorschläge zu erhöhen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie wieder in den Kommentaren. Und ja, falls ihr weitere Anregungen zu Videos habt, lasst es mich ebenfalls gerne wissen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.